Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem neuen Real-Life-Video bzw. Unboxing/Review-Video bzw. Made in China-Video. Wobei das wohl eher weniger. Ja, nee. Ich habe mir ein neues PlayStation 2 Game bestellt. Kurzer Spoiler. Es ist Ratchet & Clank. Und zwar der erste Teil aus dem Jahr 2002. Ja, weil das auch in Zukunft ein Projekt sein wird, was ich machen will. Und ja, ich werde das Ganze auch mal jetzt testen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Das Game. Hier ist nämlich, das haben wir nämlich schon drin. So. Zack. Machen wir das Ganze auf. Zack. Ich bin eingepackt. 10% Rabatt, der Klassiker. Game. So sieht das Ganze aus. Ja, und da ist das Game. Und das Ganze werden wir jetzt mal testen. So, weiter geht's. Hier ist das nette Game. Das Ganze werden wir jetzt in die PlayStation einlegen. Wo ist der Einschalter? Nicht doof. Ach, da ist er. Dafür dann. Ach, da ist noch mein echtes GTA 5 drin, ne? Mein echtes GTA 5. Dazu gab es ja auch ein geiles Video bei mir auf dem Kanal. So. Und jetzt kommt Ratchet & Clank rein. Ich will nur gucken, ob das Ganze auch läuft. So. Schauen wir uns mal an, ob das Ganze läuft. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Ja, das Ganze startet. Wunderbar. Gut, Leute. Das Ganze war es auch schon mit dem Video. Das Game wird es auf jeden Fall irgendwann geben. Ich setze 2025 an. Ab 2025 geht es los. Ich weiß noch nicht, wann genau 2025 es losgewirrt, aber dann soll es losgehen. Ja. Ah, das finde ich immer geil bei der PS2 oder früh bei den alten Games, dass dann immer so Gameplay anfängt, im Prinzip. Naja, egal. Leute, freut euch auf nächstes Jahr, das wird richtig cool. Wir werden ein paar richtig alte Klassiker zocken und es gibt so oder so ganz viele neue Projekte, beziehungsweise ganze neue Reihen. Ich hoffe, das klappt doch alles so, wie ich mir das vorstelle ab nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr wird nochmal richtig cool. Ja, nichtsdestotrotz, das Ganze war es jetzt wirklich mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über einen Like freuen. Und wenn ihr weiterhin
auf diesen Kanal nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich auch wahnsinnig über ein Like freuen. Nein, Quatsch, das habe ich doch schon gesagt. Ich würde mich wahnsinnig über ein Like freuen und wahnsinnig über ein Abo freuen. Oh, es gibt sogar andere Gameplays, nice. Oh, ich glaube, je länger ich hier zugucke oder dranbleibe mit dem Video, desto mehr Secret-Video-Sequenzen werde ich sehen. Weil die andere habe ich schon gesehen, aber die ist mir tatsächlich jetzt wirklich neu. Aber egal, wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit jetzt raus. Aber jetzt aber wirklich. Ciao, Leute.